Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Leute, ja, ihr seht schon, ich habe heute mal ein bisschen einen anderen grafischen, eine andere Optik gewählt. Ich bin so ein bisschen hier am Rumspielen gewesen mit meinem Programm und ja, habe einfach hier mal den Vorhang mal weggenommen und das Licht aus dem Hintergrund und siehe da, man sieht dann am Ende nur so ein bisschen Phantom der Oper mäßig. Ja, ich fand das mal ganz witzig. Habe auch oben links mein Logo, ich habe mal so Logos, verschiedene Logos probiert und habe dann noch eins gefunden. Das habe ich jetzt mal eingefügt. Ja, weil mein Gesicht ja auch nicht sieht, ne? Das ist ja eben auch beabsichtigt. Ich habe das auch schon ein paar Mal erklärt. Ich benutze diese Maske, weil ich finde, dass so Dinge wie YouTube und Streamen, wenn man also in den Livestream geht und überall ist man so, ist das Gesicht zu sehen. Finde ich, wird man als Creator, als YouTuber schnell vom Ruhm verführt, wenn die Leute anfangen und sagen, hey, super, super, wir finden dich super. Und die Frauen schreiben, ach Mensch, du bist ja attraktiv, du bist ja netter und so. Das verführt dann zu Ruhm. Ich habe es schon bei Freunden erlebt. Und wir erleben das ja auch bei den ganzen Influencern. Die Leute drehen da komplett am Rad, leben da in ihrer Internetblase, weil sie da aus dem Internet beklatscht werden. Hier auf meinem Kanal soll sich ausschließlich um Inhalte drehen, um Gedanken, um Inspiration und um den friedlichen Widerstand. Und dadurch, dass man mein Gesicht nicht sieht, habe ich mir gedacht, ich versuche mal so ein bisschen andere grafische Darstellungen. Das wird sich in Zukunft sicherlich hier und da auch mal wieder ändern. Das Thema heute ist natürlich wie immer das Versagen unserer Politik. Fachliche Eignung wird angezweifelt und auch die persönliche Eignung unserer führenden Personen hier im Land wird angezweifelt. Und das auch schon von hohen Stellen. Der ehemalige Verfassungsschutzboss Hans-Georg Maaßen, den ich überhaupt nicht witzig finde, den Typen, der hat sich auch neulich geäußert, dass unser Gesundheitsminister sich dringend mal von einem Arzt untersuchen lassen sollte. Man bekommt schon als Zuschauer den Eindruck, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert. Ja, trotzdem ein berechtigter Einwand, wie ich finde. Und ja, so geht es bei vielen Verantwortlichen und auch bei vielen Politikern, dass man das Gefühl hat, die sind alle irgendwie zugedröhnt. Und hier habe ich jetzt auch mal mein neues Layout. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Und zwar habe ich jetzt hier so eine Leinwand. Ich bin jetzt hier in meinen Garten gegangen, ja, habe hier so einen kleinen Pool. Den Mädels musste ich allerdings sagen, jetzt hier für die Aufnahmen, dass sie bitte den Pool verlassen sollen, damit ihr einen anständigen Hintergrund habt. Hab mir ein paar Kerzen angemacht und hier auch mein Handtuch hingelegt, wie ihr sehen könnt. Ja, das ist hier mehr als gemütlich. Und dann habe ich mir hier so eine Leinwand hingebaut in meinen Garten. Und das ist jetzt auch so ein bisschen neues grafisches Layout. Wir werden in Zukunft, werde ich die Artikel in diesem kleinen Rahmen hier rechts zeigen. Und hier dreht sich, wie ihr sehen könnt, natürlich um Frau Schlesinger. Aber ein weiterer Fall. Frau Schlesinger ist Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Also nicht irgendwie ein kleines Licht, was die Medien unserer Hauptstadt anbelangt. Und ja, die ist wohl zurückgetreten, wurde beurlaubt wegen Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme. Und hier kommt was Neues. Eine glamouröse Feier soll es gegeben haben. Mit der Frage, hat Schlesinger Privatreise nach London dienstlich abgerechnet? Das ist nämlich interessant. So, genau. Gegen die Ex-RBB-Intendantin wird mittlerweile staatsanwaltschaftlich ermittelt. Wegen Verdachts auf Untreue und Vorteilsnahme. Neben Luxusausstattung ihres Büros und dienstlich abgerechneten Arbeitsessen mit der Berliner Polizeichefin. Jetzt steht der nächste Skandal vor der Tür. Es dreht sich um den Sheriff's Ball 2021 in der britischen Hauptstadt. Dort begrüßen die beiden Sheriffs der Stadt rund 400 Menschen aus aller Welt zu einem rauschenden Ball im historischen Rathaus Guildhall. Teures Vergnügen, das Ticket für den Ball kostet rund 250 Pfund. Das sind knappe 300 Euro. Naja, mein Gott. Es sei eine exklusive Party, ganz im Zeichen der wilden 1920er Jahre. Aha, das ist die Kokain- und Opiumzeit gewesen. Schlesinger wurde laut Business Insider von den Gatsby Girls begrüßt,
die später mit dem Piccadilly Dance Orchestra ein Kabarettprogramm aufführten. Für den Empfang wurden den Gästen Sektcocktails und Canapés gereicht. Eieieiei, Generalstaatsanwalt ermittelt. Also ich möchte in meinem Leben auch nicht in einer Lage sein, wo einmal der Generalstaatsanwalt gegen mich ermittelt. Eieiei, Frau Schlesinger. Ja, das kommt natürlich, solche Menschen, die sind in der Verwaltung groß geworden. Ne? Und dann sind die irgendwann mal Intendant geworden und haben auf einmal mit viel Geld und viel auch da Ruhm zu tun. Es ist letztendlich auch Ruhm und Zuspruch und Frau Intendantin hier und Frau Intendantin dort. Und sie haben, dann kriegst du noch eine Limousine, so einen Dienstwagen und sogar noch einen Chauffeur, wenn du Glück hast. Oder Pech hast in dem Fall. Ja, und dann verlierst du irgendwann den Boden unter den Füßen. Apropos Boden, wir sehen hier ihr teures Parkett. Hier, wo meine Maus ist, hier unten auf dem Foto sehen wir ihr teures Parkett. Das soll tatsächlich, habe ich auch neulich vorgelesen in einem meiner Videos, das soll so gewesen sein, dass sie hier ein besonderes Naturparkett haben wollte. Einen besonderen, ja, ich glaube Parkett war es. Und hat sich erstmal 2,5 Wochen in den Urlaub verpisst und hat gesagt, wenn sie dann wieder da ist, dann soll das hier alles ausgelegt sein. Okay, weiß ich nicht, ob man ihr das jetzt so vorwerfen kann vom Ding, aber es ist schon merkwürdig, wenn du so als ja Verwaltungsfachangestellte im gehobenen Dienst nicht mehr mit den 300.000 Euro umgehen kannst, die du Jahresgehalt bekommst. Insofern, es ist schon ein kleines bisschen, ja, ich glaube, jeder Geschäftsmann könnte anders damit umgehen, wobei das natürlich auch nicht vor Betrug schützt, wenn man Geschäftsmann ist. So, und hier passiert was Folgendes. Am 14.8., das war gestern, Schlesinger ist jetzt plötzlich auch sogar den nächsten Posten noch los. Ach du Schande, die Ära Schlesinger im öffentlichen Rundfunk geht zu Ende, aber sowas von. Nach ihrem Rücktritt bei ARD und RBB ist sie jetzt auch ihren Posten bei einer ARD-Filmtochter los. Grund ist der bisher noch ungeklärte Verdacht der Vetternwirtschaft und es werden neue Vorwürfe bekannt. Eieieiei. Nach ihrem Rücktritt von ARD und RBB-Spitze gibt es für Schlesinger auch Konsequenzen im Aufsichtsrat bei der ARD-Filmtochter Degeto. Ja genau, wenn du da so einen Posten hast, dann hast du überall hier so Aufsichtsratsposten und kriegst dann auch nochmal, keine Ahnung, nochmal 60, 70, 80 oder je nachdem wie viel am Ende des Jahres an Gehalt. Die Degeto Film GmbH mit Sitz in Frankfurt teilte mit, der amtierende Intendant des RBB Hagen Brandstätter hat Frau Schlesinger als Mitglied des Aufsichtsrates der Degeto abberufen. Ja, das knallt ja hier ganz schön für Frau Schlesinger, ja. Für so ein bisschen Vorteilsnahme, für so ein bisschen mal auf Boss machen, geht das hier aber ganz schön nach hinten los. Ja, schade, das wird eine menschliche Erfahrung sein, die sie niemals vergessen wird. Und dann habe ich was gefunden, das ist auch jetzt relativ aktuell. Friedrich Merz spricht sich gegen flächendeckende Maskenpflicht ab Herbst aus. Diesen Artikel habe ich deswegen rausgesucht, weil man denkt, okay, erstmal denkt man sich, er spricht sich dagegen aus, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, da möchte ich aber zu bedenken geben, dass es sich einfach auch hier nur darum dreht, erstmal hier hat der CDU-Vorsitzende, seine Partei hat das ganze Ding hier in Gang gebracht und hier richtig schön, die Gesundheitskrise richtig schön angefeuert, dass das Feuer immer noch bis jetzt lodert oder glüht zumindest. Und jetzt ist es nur einfach nur ein Gegenansabbeln gegen die herrschende Politik. Im Moment hört sich das sehr gut an, aber ich bin der Meinung, hier wird von der CDU einfach nur die Lücke genutzt, weil im Moment viele Leute auch dagegen sind und es ist einfach jetzt dagegen zu sein. Also bitte Vorsicht, wenn ihr solche Überschriften lest, das ist hier auch nur wieder Nepper, Schnepper, Bauernfängerei. Wie sagt man das? Nepper, Schlepper, Bauernfängerei? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle passt ein bisschen auf, wenn ihr solche Nachrichten hier lest. Das soll euch nur catchen, aber ich weiß, 99,9% meiner Zuschauer auf diesem Kanal sind frisch, wach und fit. Aber hier gibt's tatsächlich auch den nächsten ARD-Skandal. Und ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo es zum Beispiel diese Bewegung Leuchtturm gibt? Ne, das sind ja auch alles ARD oder wie sagt man, Redakteure, glaube ich, des öffentlichen Rundfunks, Mitarbeiter, die sich da zusammengetan haben und die gesagt haben, komm, das geht hier so nicht weiter. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, GEZ und Gebühren, das muss alles abgeschafft werden. Und dann gibt's auch noch eine Petition im Moment, die auch noch aktuell läuft. Da habe ich zwar jetzt so direkt keine Informationen, aber googelt das gerne mal. Hier auf alle Fälle ein Artikel über die Direktorin des Bayerischen Rundfunks. Die hat sogar 2 Dienstwagen und 2 Chauffeure.
Na, wahrscheinlich fahren die zwei Chauffeure jedes Mal beide jeweils in dem. Sie fährt wahrscheinlich jedes Mal mit zwei Autos, das wollte ich sagen. Das ist interessant, dass jetzt hier so ein bisschen die komischen, perlentragenden alten Damen jetzt hier geopfert werden. Die scheinbare Verwaltungselite, ja. Also hier auch die Affäre um die zurückgetretene Intendantin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg stürzt auch die ARD in eine Krise. Beim Bayerischen Rundfunk bahnt sich nun der nächste Nackenschlag für die Sendergruppe an. Es fällt mir gerade ein, es könnte theoretisch auch so ein künstliches Ventil sein. Der Ärger bei den Leuten ist sowieso riesengroß, dann sägen wir zwei Leute ab, zwei Bauern ab, dann sind die Leute wieder ruhig. Es geht erneut um Dienstwagen und Chauffeure. Aber das zeigt im Grunde auch, wie perfide sozusagen die Gegenseite ist, ne? Man muss sich das einfach mal vorstellen. Es passiert hier Folgendes, dass ein Narrativ in Gang gesetzt wird. Und das ist ja sozusagen unsere Gegenseite, diese Leute hier. Die Elite, will ich jetzt mal so sagen, auch wenn es nur um eine Art finanzielle Elite dreht, ne? Denn eine moralische Elite ist das auf gar keinen Fall. Und eine ethische Elite ist das auf gar keinen Fall. Ja, das sehen wir ja jetzt. Ja, und plötzlich fangen die an, sich gegenseitig abzusägen. Und das ist immer hochinteressant. Das wird es auf unserer Seite nicht geben. So, der öffentlich-rechtlichen Sendergruppe ARD steht wohl der nächste Image-Schaden ins Haus. Die Bild berichtete über den Bayerischen Rundfunk, der offenbar Parallelen zum RBB aufweist. Technikdirektorin Birgit Spanner-Ulmer habe dort zwei Dienstwagen und zwei exklusive Chauffeure. Die Dame werde in ihrem Wohnort Eichstätt von den Fahrern abgeholt und später wieder zurückgebracht. Von Eichstätt bis zur bayerischen BR-Zentrale in München beträgt die Distanz 110 Kilometer. Das würde bedeuten, dass die Chauffeure bereits mehrere Stunden damit beschäftigt sind, die Direktorin zur Arbeit zu bringen. Die beiden Fahrer begründet der Sender damit, dass so auch im Krankheits- oder Urlaubsfall einer der beiden zur Verfügung stehe. Wow. Also wenn man maximal, okay, gut, Urlaub sind 5 Wochen, wenn man da noch 2 Wochen krank oder im schlimmsten Fall 3 Wochen krank dazu rechnet, dann sind das 8 Wochen. Das heißt, du beschäftigst zwei Vollzeitfahrer, weil einer mal maximal 8 Wochen ausfallen kann. Das ist heftig. Darüber hinaus müsse die Technikdirektorin im gesamten Sendegebiet unterwegs sein. Ja, auch privat genießt sie Sonderstatus. Für dienstlich veranlasste Fahrten können die Direktoren einen betriebsinternen Fahrer in Anspruch nehmen. Ausnahme ist hier, die auf zwei Fahrer im Wechsel zurückkehrt, diese laut Dienstvertrag auch für private Fahrten nutzen kann. Beim Dienstwagen handelt es sich um einen Audi A7. Ja, das ist ja uninteressant, ne? Audi A8 mit Chauffeur, ja, das ist alles uninteressant. Auf alle Fälle ist es merkwürdig, dass hier die Mainstream-Medien jetzt hier solche Menschen angehen, ja, das kennen wir aus der Vergangenheit gar nicht. Aber um da gleich mal die Überleitung zum nächsten Thema zu finden, hier bei der Cum-Ex-Affäre mit dem SPD-Abgeordneten Kahrs, unserem Kanzler Scholz und dem jetzigen Hamburger Bürgermeister Tschentscher, verhält es sich irgendwie ähnlich. Was also gar nicht gut ankommt, das ist hier folgende Sache, dass unser Kanzler Journalisten angeht, wenn er nach Cum-Ex gefragt wird. Seine Schmallippigkeit und sein verschmitztes Grinsen kommt bei den Menschen gar nicht gut an. Es wirkt sehr abgehoben, sehr überheblich. Das funktioniert leider so nicht, lieber Bundeskanzler. Ich will hier gar nicht in den Artikel reingehen, ich will das nur einmal ganz kurz sagen, weil ich das überall lese und überall höre. Hier zum Beispiel, ne, Stolz eiskalt, Frage nach Cum-Ex, weist er zurück und ermahnt Kollegen zu bedenken, dass der Aussage nicht erhärten könne, wenn er müsste. Vor Gericht? Fragezeichen, bei einer Klage? Fragezeichen, erster Fragezeichen. Also es ist so, dass hier ein Journalist fragt, was wissen Sie über das Schließfach von Johannes K. Sekunde mal. Er soll hier also drohen, sozusagen mit, ah, hier ist es, ne?
Hier steht es. Ich bin so neu. Wann er Cars das letzte Mal gesehen habe, will ein Journalist wissen. Dies sei so lange her, Scholz, ob er Cars nicht dazu auffordern könne, offenzulegen, woher die 200.000 Euro im Schießfach kommen. Ich bin so neugierig wie Sie, antwortet der Kanzler, aber es wird wahrscheinlich weder mir noch Ihnen eine Auskunft erteilen. Auf die Behauptung, dass Olearius die hinterzogenen Millionen dank Scholz Zutun behalten durfte, reagiert der Kanzler unwirsch. Sie können sich darauf verlassen, dass ich nicht zu den Leuten zähle, die sowas machen, aber sie würden diese Tatsachenbehauptung nicht erhärten können, wenn sie es müssten. Gemeint ist nichts anderes als ein Gerichtsprozess. Und das wird hier jetzt angeprangert, Pressefreiheit am Limit. Ja, herzlichen Glückwunsch, willkommen in unserer Welt seit 28 Monaten, Pressefreiheit am Limit. Hier wird sich jetzt darüber beschwert, dass unser Kanzler sozusagen dem Journalisten durch die Blume mit einem Prozess droht, mit einer Anzeige droht. Also nach dem Motto, wenn er hier sagt, dass die Warburg Bank das Geld, die Millionen hätte behalten können, weil Scholz da was zugetan hat, dann sagt Scholz, das müsstest du vor Gericht allerdings dann mal belegen, wenn ich gegen dich vorgehe. Und da sagen die Journalisten zu Recht, wie ich finde, so geht's nicht. Eine überhebliche Art und Weise, die wirklich absolut so nicht geht. Und der Ex-Kanzler Helmut Schmidt dreht sich im Grabe um, denn der Scholz hat sich wirklich angemaßt, Ex-Kanzler Helmut Schmidt als Vorbild zu benennen. Und da muss ich sagen, das tut mir wirklich leid. Aber auch hier ist es so, man sagt immer, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Hier hacken ganze Krähenschwärme anderen die Augen aus. Das hier ist der ehemalige Finanzsenator Wolfgang Peiner der CDU. Der war früher Finanzsenator als Scholz. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das nicht falsch erzähle jetzt hier. Ah, hier steht's. Genau, es geht hier um ein Schreiben, das Tschentscher 2016 von der Warburg Bank erhalten hatte. Damals war er noch Finanzsenator. Das Schreiben leitete Tschentscher mit einem Zusatz an seine Behörde weiter. Peiner sagte am Donnerstag, so etwas sei für ihn der Beginn einer Einflussnahme. Denn der Mitarbeiter in der Finanzbehörde, die Mitarbeiter, würden sich zwangsläufig fragen, was der Senator damit beabsichtige. Tschentscher hätte das Schreiben stattdessen an den oder die Absender zurückschicken müssen, meinte Peiner. Ende 2016 hatten Vertreterinnen und Vertreter vom Finanzamt und Finanzbehörde entschieden, Steuern in Millionenhöhe von der Warburg Bank zunächst nicht zurückzufordern. Und da wurde ja Scholz auch schon mal gefragt, es gab keine politische Einflussnahme bei der Warburg Bank, aber wohl auch nicht durch die Warburg Bank. Und hier haben wir nochmal dieses überhebliche Grinsen, das nun überhaupt nicht gut ankommt, überall nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe das absolut nicht. Das ist absolut fehlender Respekt dem Volk gegenüber. Und das zeigt sich auch in so einer Mimik. Und dann gibt es ein Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und hier, das ist unfassbar, das wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Aber es wurde wohl jetzt gerade frisch gegründet. Und hier dreht sich's darum. Das ist also ein Twitter-Post von einer Nikita und die hat gepostet, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird mit Aussagen Putins zur Gaslieferung und dann auch noch mit einem Artikel von Röper konfrontiert und sagt und reagiert so, Antispiegel ist russische Propaganda, die deutsche Gesellschaft spalten soll. Und dann hat sie hier ein Lachsmiley dahinter. Also hier wird sich darüber moniert, dass dieses Ministerium auf Twitter derart flapsig antwortet auf die Bedenken und auf die Vorwürfe oder Diskussions- oder Inspiration, keine Ahnung, der Twitter-User. Und da wollen wir auch einmal ganz kurz reinschreiben. Da schreibt der Thomas Röper schon seit mindestens Juni letzten Jahres drüber. Hier ein aktueller Artikel mit einigen Verlinkungen zu älteren. Darauf das Bundesministerium. Die Seite ist russische Propaganda ohne Impressum. Hier ist kein Platz für Fake News. Der nächste antwortet darauf, wo ist die Lüge? Darauf wieder die Antwort des Bundesministeriums. Das gesamte Angebot soll die deutsche Gesellschaft spalten. Und darauf antwortet ein anderer, ein René, das habt ihr schon erledigt. Also, hier geht's weiter. Die Nikita von eben, ich glaube übrigens nicht, dass ihr Bürger blockieren dürft.
Hier wird auf dem Twitter-Kanal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ein Twitter-User einfach vom Ministerium blockiert. Für kritische Beiträge. Muss man sich mal vorstellen. Hier, nächster Twitter-Post von Nikita. Wer zum Geier twittert denn eigentlich bei euch? Ihr seid der Account eines staatlichen Ministeriums und eure Professionalität hier liegt auf einer Skala von 1 bis 10 bei minus 5. Peinlich, peinlich. Und das gucken wir uns natürlich auch einmal an. Das Ministerium schreibt hier, mögen Sie Ihre Quelle direkt verlinken? Es ist sonst nicht möglich, die Seriosität zu überprüfen. Es sind leider gerade sehr viele russische Fake News im Umlauf. Schreibt eine Sarah, hören Sie genau hin, aber ganz genau. Zufälle gibt's. Also die Leute haben keine Lust, ne, auf diese Fake News. Hier auch wieder, ne? Hildegard schreibt, dieses Team von der Behörde hat einen sonderbaren, ruppigen, unfreundlichen Duktus bei der Beantwortung von Bürgerfragen. Und eine Publikation einfach abzutun, egal was sie sagt, und diese Info zu fake erklären, ist weder angemessen noch demokratisch. Da ist Lernbedarf in diesem Team. Und dann kommt hier die Antwort des Ministeriums, nein, Fake News sind Teil des russischen Krieges, und wir werden das klar und deutlich kennzeichnen. Ja, also im Grunde genau das, was sie hier eben bemängelt hat. Hier schreibt der Professor, das Praktikandende ist sehr überfordert. Den Eindruck habe ich auch, schreibt dann wieder Nikita, ist aber auch Wochenende, da ist nur einer von 20 unbezahlten Praktikantenden im Büro, sei also nachsichtig. Und diese beiden Posts von der Professor und Nikita, die haben zu dem Zeitpunkt hier lediglich ein Like. Also der Professor hat ein Herzchen und die Nikita hat ein Herzchen. Und normalerweise ist es so, ne, man würde jetzt denken, okay, wenn das jetzt hier tausende von Likes sind, dass man dann darauf reagiert. Aber nein, sogar auf diese unwichtigen Posts reagiert das Bundesministerium. Ihr Übersetzungsprogramm muss nachgebessert werden. Im Deutschen heißt es Praktikant. Der Plural ist Praktikanten. Also fällt einem da noch irgendwas ein? Also absolut überhaupt nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was die Dame hier geschrieben hat, dieses Team hat einen sonderbaren, ruppigen, unfreundlichen Duktus bei der Beantwortung von Bürgerfragen. Dem kann ich mich absolut nur anschließen. Also hier auch eine Überheblichkeit der Behörden, die einfach so nicht mehr hinnehmbar ist. Das sage ich euch ganz ehrlich. Deswegen habe ich das auch hier mit in mein Video mit einbezogen. Und dass das auch alles begrenzt ist, weil deren Gesamtstrategie immer rissiger wird. Deren Gesamtstrategie wird von der Logik her immer rissiger und immer durchlässiger und immer dünner. Ja, und das Ganze erleben wir hier im nächsten Fall. Das habt ihr ja alle mitgekriegt. Jetzt lädt sich ganz kurz der Artikel ein. Laut Kopfpass-Check-App Lauterbach zuletzt vor 271 Tagen behandelt. Jetzt muss ich gucken, ob es hier diesen Twitter gibt, ob wir hier kurz reinkommen in das Video, ohne dass er uns zu Twitter weiterleitet. Nein, wir kommen hier nicht rein, ohne dass er uns zu Twitter weiterleitet. Das Video habt ihr, glaube ich, ja gesehen, ja? So, also hier bei der Pressekonferenz hält also der Bundesgesundheitsminister zu der Frage, ja, wie macht man das denn mit dem neuen Infektionsschutzgesetz? Die Restaurantbesitzer können ja Ausnahmen erteilen, was die Maskenpflicht anbelangt. Und dann zückt Karl Lauterbach sein Handy und zeigt also die Oberfläche seiner App, seiner Corona-Warn-App. Und das wird natürlich fotografiert und auch gefilmt und dieser QR-Code wird dann wieder oder weiterverwendet und da kommen wir jetzt zu. Karl Lauterbach zeigt am Freitag seinen digitalen Impfnachweis. Eine Überprüfung hat ergeben, die letzte Behandlung war demnach im November 2021. Unser Bundesgesundheitsminister ist nach eigenen Angaben viermal behandelt. Das hat er mehrfach mitgeteilt, zuletzt als er seine Infektion bekannt gab. Wann das war, wollen weder er noch sein Ministerium auf Nachfrage sagen. Eine Überprüfung seiner digitalen Zertifikate ergab jetzt, dass zumindest die letzte digital vermerkte Behandlung vor 271 Tagen stattgefunden hat.
also Mitte November. So, woher stammt die Information? Der Gesundheitsminister hatte seinen digitalen Impfpass samt QR-Code am Freitag auf einer Pressekonferenz in die Kameras gehalten und wurde dabei offiziell und ausgiebig gefilmt und fotografiert. Auf vielen der Fotos ist das Zertifikat des Ministers zu sehen. Es lässt sich wie Millionen anderer Zertifikate mit wenigen Klicks ganz legal per Kopfpass-Check überprüfen. Ja. So, jetzt kommt dieser Mann aber und sagt, pass mal auf, das können wir hier mit dieser App machen. Und was passiert? Im Grunde ertappt in ein Fettnäpfchen, was er sich selbst legt. Also, was will ich damit sagen? Die gesamte Strategie, die jetzt auf uns zukommt, die ist noch löchriger, noch chaotischer, das wird noch durchsichtiger und es wird immer noch peinlicher. Aber ich denke, das geht hier so auch nicht weiter. Denn gerade unser Bundesgesundheitsminister kriegt Kritik von Ärzteverbänden, von Apothekerverbänden, von Krankenkassenverbänden, von Kinder- und Jugendärzteverbände, also rauf und runter, bis es nicht mehr geht. Und dieses neue Infektionsschutzgesetz, das ist ja auch längst noch nicht abgesegnet. Da gibt's ja auch in eigenen Reihen im Bundestag, überall hört man Widerstand, auch in der FDP. Und bei den Leuten natürlich auch. Und jetzt setzt er sich hier vor die Kameras und will uns sagen, guck mal, wie toll die App ist. Und er selbst gilt nicht mehr mal als aktuell behandelt. Es ist doch einfach ein absoluter Wahnsinn. Genauso wie der absolute Wahnsinn das hier ist. Es gibt hier einen Artikel, neue Antikörper neutralisiert alle Virusvarianten, was hier eben die aktuelle Corinna anbelangt. Ob das stimmt, ob das ist, weiß ich nicht. Hier wurde an Mäusen wurden Versuche gemacht. Aber wenn man so morgens die Nachrichten schildert und sich das anschaut und er redet hier von, ja, wenn du behandelt wurdest und dann ins Restaurant gehst, dann kann der Restaurantbesitzer, wenn der dich fragt, zeig mal deine App und die App ist okay und grün, dann darfst du deine Maske absetzen. Und zeitgleich sitze ich also morgens hier und muss mir sowas reinlesen hier und denke mir so, okay, und wo ist jetzt hier... wo ist jetzt hier überhaupt, und überhaupt was Behörden anbelangt, Herr Bundesgesundheitsminister? Wir haben ja, was Behörden anbelangt und Behördenführer und Verwaltungsfachangestellte in höchsten Ämtern, haben wir ja hier gerade in Streetpunks Video gesehen, was der absolute Wahnsinn abgeht und dass man sich auf euch überhaupt nicht verlassen kann. Was machen wir denn überhaupt? Ja, ne, die, wie heißt sie denn jetzt noch? Ich habe das Video auch gesehen, die Sängerin und Schauspielerin, wie heißt sie denn jetzt noch? Sarah, habe ich auf meinem Kanal ja auch, die sagt ja auch, danke Lauterbach, danke Herr Lauterbach. Sie bedankt sich für diese Unfähigkeit, denn durch diese Unfähigkeit unserer Politik werden wir immer wacher. Ja, also, und das ist im Grunde, es zeigt ja auch die Löchrigkeit dieses Systems, dass im Grunde sie selbst von einem Fettnäpfchen ins andere stolpern und uns damit zeigen, dass es im Grunde, ja, alles Löcher hat und logische und medizinische Löcher und das eben, ja, es keinen Sinn ergibt. Also, was tun wir? Was machen wir? Was tun wir und was machen wir, um diesem ganzen Wahnsinn zu entfliehen? Wir stürzen uns in die schönen Künste, in die bildenden Künste. Ja, in Malerei, in Musik zum Beispiel. Na, zum Beispiel besuchen wir ein Rammstein-Konzert. Jawohl. Also ganz kurz, ich bin kein Rammstein-Fan, aber die Jungs machen seit, glaube ich, über 20 oder 30 Jahren Musik und die füllen ganze Stadien und ihre Musik ist natürlich Geschmackssache. Ich mag sie, wie gesagt, so auch nicht. Aber sie sorgen für Furore und sie gelten als sowas wie Superstars. Rammstein sorgt für Zoff in München. Konzert darf aber stattfinden unter Bedingungen. Wer also am 31.12.2022 in München noch nichts vorhat, der möge hinhören. Rammstein haben schon immer auf den Skandal abgesehen. Ihre Musik dient der Empörung, ihr Auftreten soll provozieren. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, haben sie mit ihrem nun geplanten Silvesterkonzert wieder genau ins Schwarze getroffen. Die Idee, Rammstein in der Silvesternacht auf der Münchner Theresienwiese spielen zu lassen, wurde vergangene Woche vorgestellt. Kurz darauf kam es zu einer hitzigen Diskussion des Stadtrates.
Die Frage lautete, ob ein Mega-Event wie dieses zum Jahreswechsel denn erwünscht sei. Ja, erwünscht sei. Da stellen sich also die Verwaltungsfachangestellten in der höheren Laufbahn die Frage, ob ein Rammstein-Konzert zu Silvester erwünscht sei. Also da muss man auch mal ein bisschen selbstkritisch sein und mal überlegen, bin ich überhaupt der Richtige, den man hier fragen sollte, das zu beurteilen? Oder sollte ich mal auf, keine Ahnung, sollte ich mal den Münchner Rammstein-Fanclub fragen oder vielleicht mal einfach die Menschen fragen oder mal ein paar Facebook-Accounts von Rammstein mir anschauen, was die Leute sagen zu der Aktion. Naja, gut, ich will ja nun auch nicht zu kritisch sein hier. Rammstein verursacht Streit. Die Diskussion des Stadtrates verlief fast so hitzig und laut wie ein Rammstein-Konzert selbst. Na, das glaube ich eher nicht. Dagegen gestimmt haben etwa die Grünen, die Linke sowie die Rosa. Also, gegen das Rammstein-Konzert zu Silvester haben die Grünen gestimmt, die Linke sowie die Rosa Liste. Also die Liberalen, wo man eigentlich sagt, das sind die Liberalen in unserem Land, die für Frieden und Freiheit und so kämpfen und da sind, aber auch die Polizei hat Bedenken geäußert, da geraten wir absolut an die Grenzen, sagte diese mit Verweis auf die ohnehin angespannte Silvesternacht. Okay. Zudem findet Ende des Jahres das Winterfestival Tollwut am selben Ort statt, das durch den Lärm beeinträchtigt werden könnte. Nach dem Wirtschaftsreferent zuständig für die Belegung der Theresienwiese Rammstein dennoch haben wollte, schimpfte die Linke, er mache den Stadtrat zum Hampelmann. Die CSU bezeichnete wiederum die Grünen, die dagegen stimmten, als das neue Spießig. Okay, das kann man hier, die Äußerungen von der CSU, kann man hier tatsächlich begrüßen, wie ich finde. Wobei Rammstein natürlich auch eine ganze Menge Umsatz mitbringen. Die müssen wahrscheinlich auch Gewerbesteuer oder Veranstaltungssteuer da bezahlen für den Abend. Da wird einiges zusammenkommen. Rammstein darf spielen unter Vorbehalt. Nach einem harten Wortgefecht wurden schließlich die genannten Sorgen überstimmt. Also merkwürdig. Drei Parteien waren dagegen und plötzlich sind die überstimmt. Die Mehrheit, insbesondere CSU und SPD, hat dem Konzert jetzt den Weg freigeräumt. Die Begründung für die Zustimmung lautete, jetzt passt euch auf, München könne den frischen Wind gebrauchen. Die SPD betonte, es sei wichtig, nicht immer nur 1000 Bedenken ins Feld zu führen, sondern auch mal die Chancen zu sehen. Dem stimmten die geplanten 145.000 Fans sicherlich zu. Und hier ein schönes Foto vom Münchner Stadtrat. Ja, finde ich grundsätzlich gut, finde ich grundsätzlich richtig. Mal schauen, was hier noch weiter steht. Einzige Bedingung für das Konzert, der Veranstalter muss jetzt ein solidares Sicherheitskonzept vorlegen. Ja, gut, okay. Also, die spielen ja weltweit, die haben 50 Sicherheitskonzepte. Auch hierzu kamen bereits erste Zweifel auf. Ach, jetzt doch auf einmal Zweifel, okay. So wies Mona Fuchs darauf hin, dass der Veranstalter bereits beim Andreas Gabayé-Konzert auf dem Messegelände in Riem kein zufriedenstellendes Sicherheitskonzept vorlegen konnte. Um jedoch nicht zu schnell zu urteilen, liegt das Konzept schnell genug vor, sind Rammstein mit ihrer Pyrotechnik und ihrem Feuer frei, sicher der perfekte Act für eine Silvesternacht. Und das hier gefunden bei watson.de, finde ich auch mittlerweile eine gute Medienseite. Die berichten hier auch gute Dinge, wie ich finde. Ja, Leute, das zum Abschluss mal ein bisschen was Positives. Die Stadt München sagt, Rammstein zu Silvester finden wir super. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass die sich auch freuen darüber. Denn wenn die sagen, eine aufgeheizte Stimmung zu Silvester, weiß ich nicht, was sie damit meinen, dass die Leute natürlich ein bisschen ausgelassener sind, okay. Aber vielleicht bündelt dieses Rammstein-Konzert und auch die Musik auch so ein bisschen die Menschen. Ja, also so als Ventil sozusagen. Und da habe ich uns noch hier was Schönes rausgesucht, weil was ist denn im Grunde am Ende dieser ganzen Geschichte hier wieder wichtig? Das ist der Widerstand. Wenn wir also uns widerständig gegen Dinge stellen, wir haben das im Corona-Ausschuss erlebt. Ein österreichischer Unternehmer schaltet eine Anzeige und sagt, hier bei uns wird nicht diskriminiert. Ob du behandelt bist oder unbehandelt bist, das spielt keine Rolle. Mittlerweile haben sich über 9000 Unternehmer gemeldet und wollen bei dieser Kampagne mitmachen.
dass sie sozusagen öffentlich erklären, bei uns wird eben nicht diskriminiert. Und das nur, weil einer aufgestanden ist und sein Wort erhoben hat. Im Übrigen habe ich hier für den Hintergrund eine schöne Schneelandschaft gewählt, in der Hoffnung, dass uns das ein bisschen abkühlt, denn wir haben hier jetzt, ich glaube, den vierten Tag haben wir 32 Grad hinter uns und den zweiten Tag mit einer ganz heftigen Luftfeuchtigkeit. Das wirklich, kannst nicht mal Fenster aufmachen. Das ist ja wie in der Sauna. Und da habe ich mir hier mal den netten Winterhintergrund ausgesucht. Ich hoffe, euch gefällt das. Zurück zum Widerstand. 18.400.000 Menschen in Deutschland haben bis jetzt auf jegliche Behandlung verzichtet. Das sind knapp 20 Millionen Menschen, wenn wir jetzt noch die Menschen dazu rechnen, die zwar nicht verzichtet haben, die aber auch die Schnauze voll haben, dann stehen hier mindestens das Doppelte. Dann sind wir locker bei 50 Millionen. Wir sind locker mehr als 50% der Bevölkerung, die sagen, Feierabend, das war's. Hier im Übrigen nochmal eine Äußerung des Bundesgesundheitsministeriums auf diese QR-Code-Geschichte der Corona-Warn-App. Oben schreibt nochmal der Gesundheitsminister, die Evaluation des RKI zur Warn-App zeigt, dass diese mehr als 100.000 Positive isolieren konnte. Das ist halb so viele wie alle Gesundheitsämter zusammen. Die App ist viel besser als ihr Ruf. Ich packe meinen Impfausweis darauf. Und dann kommt hier noch als Zusatz des Ministeriums, PS, nicht wundern wegen des QR-Codes. Der Bundesgesundheitsminister ist viermal behandelt. Die vierte Behandlung ist in seiner Corona-Warn-App aber nicht registriert. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Das haben wir schon mitgekriegt. Das ist trotzdem nicht in Ordnung, wenn er vor der Presse sitzt und Werbung für diese Warn-App macht. Was ist das für ein Hirni? Ja, und hier, das zeige ich euch auch, das mache ich ein bisschen größer. Das ist auch ein Twitter-Post von ihm. AstraZeneca ist heute leider erneut in Schlagzeilen. Wahr ist, es ist ein hochwirksamer Behandlungsstoff. Schwere Schäden sind sehr rar. Dr. Hübner, Leiter des Behandlungszentrums Leverkusen, und ich haben ihn gestern viel fair behandelt. Selbstverständlich habe ich ihn auch bekommen. Schaut mal hier. Das ist doch schon ein Kult. Das kommt ja einem Kult gleich. Ja? Es kommt ja wirklich, es ist ja Wahnsinn, wie die das feiern. Da fehlt ja nur noch das Glas Sekt in der Hand. Ja, sagt mal Leute, das ist ja nicht zu fassen. Wo sind eigentlich unsere Staatsanwälte? Das hier ist ein Bild, das hat zwar jetzt mit dem Thema nichts zu tun, das habe ich gefunden. Eine Sekunde, ich will es euch mal eben so groß machen. Das hier ist die heilige Maria mit einer Javelin in der Hand. Ich will mal eben gucken, ob ich das größer machen kann. Nee, kann ich leider so jetzt nicht. Das klebt in der Ukraine an einer Häuserwand. So, eine Sekunde. So, ich glaube, jetzt kann ich das ein bisschen größer machen. Ja. Eine Javelin ist eine, ich glaube, Flugabwehrrakete oder wie auch immer, wie man das nennen mag. Auf alle Fälle ist das die Heilige Maria mit einer Javelin in der Hand. So sind die Häuser in der Ukraine bemalt. Warum ich das jetzt hier zeige, weiß ich nicht, weil es genauso krank ist, wie unsere Welt im Moment überhaupt überall ist. Das nur mal so als Gedankenstütze, als Inspiration, das wollte ich sagen. Ja, ihr wisst, ich bin nie vorbereitet, deswegen holpert das ab und zu mal so ein bisschen. Entschuldigt bitte dafür. Ja, was haltet ihr von meinem Video? Was haltet ihr von den Inhalten? Kommentiert bitte weiterhin so fleißig, wie ihr das bisher auch getan habt. Ich finde es immer großartig, auch wenn ich nicht jeden Kommentar selbst beantworten kann. Aber ich finde es immer großartig und toll zu lesen, wenn ihr so ein bisschen auch private Dinge schreibt, was ihr so erfahren habt, was ihr zu meinen Themen und Inhalten sagt. Bitte, und nochmal mein Hinweis wirklich ganz dringend, bitte vermeidet Gewaltdarstellungen. Weder was sie mit euch gemacht haben oder mit anderen Leuten gemacht haben in einer schlimmen Gewaltdarstellung, noch was ihr gerne mit anderen machen würdet, auch bitte vermeidet die schlimme Gewaltdarstellung. Wie gesagt, YouTube ist da so drauf, die sind da auf Zensur unterwegs und ich muss diese Kommentare löschen, die da zu heftig sind. Achtet da bitte in der Zukunft drauf. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.